Hallo, ich zeige euch heute das Muster Crevillea. Ich verwende für das Muster von Langjans die Merino 120. Sie hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm und wird mit Nadelstärke Nummer 3,5 bis 4,5 verarbeitet. Die ich verwende, sind von Adi. Das Muster ist hier durch 24 teilbar, also diese 24 Maschen wiederholen sich ständig, plus 15 Maschen, damit das Muster rechts und links aufgeht, plus 2 Randmaschen. Für dieses Musterläppchen müsste man also 41 Maschen anschlagen, 24 für den ersten Teil. Dann 15 sind 39 plus 2 Randmaschen sind 41. Ich zeige euch nur einen Zopfstreifen, damit ihr sehen könnt, wie diese Verzopfungen gemacht werden. Ansonsten kann man sich die Zöpfe verteilen, wie man möchte. Also hier sind sie einfach nur versetzt gearbeitet. Die Zöpfe gehen jeweils über 16 Maschen. Hier beginnt man also mit der ersten bis 16. Masche und hier dann eben mit der 9. bis 16. Masche und arbeitet dann ab hier die erste bis 8. Ich schlage also einmal diese 9 Maschen vom Zopf. Plus rechts und links 3 linke Maschen sind 15 Maschen, plus 2 Randmaschen schlage ich 17 Maschen an für einen Zupfstreifen. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17. Dann beginnt man nach der Randmasche. Mit 3 Maschen links und dann kommen die 9 Maschen vom Zopf. Die stricke ich in der ersten Reihe mit 3 rechts, 3 links und 3 rechts ab. Und danach ende ich mit 3 links. Und der Randmasche, die ich rechts stricke. In der zweiten Reihe stricke ich die Maschen, wie sie erscheinen. Also 3 rechts, 3 links, 3 rechts, 3 links. Und enden mit 3 rechts und der Randmasche links. In der dritten Reihe kommt die erste Verzupfung nach der Randmasche und 3 Maschen links. Benötige ich 2 Zopf- oder Hilfsnadeln. Die ersten 3 Maschen lege ich hinter die Arbeit, die nächsten 3 Maschen vor die Arbeit. Und dann stricke ich die folgenden 3 Maschen rechts. Dann die Maschen der zweiten Hilfsnadel rechts stricken. Und
Und dann zum Schluss die Maschen der ersten Hilfsnadel rechts stricken. Und man endet mit 3 links und der Randmasche. In der vierten Reihe stricke ich die Maschen wieder, wie sie erscheinen. Nach der Randmasche 3 Maschen rechts und alle 9 Zopfmaschen links stricken. Und dann wieder 3 Maschen rechts und die Randmasche. In der fünften Reihe stricke ich die Maschen, wie sie erscheinen. Also 3 links nach der Randmasche, dann 9 rechts. Wieder 3 links. Und eine rechts. Die Rückreihe wieder, die Maschen stricken, wie sie erscheinen. In der siebten Reihe, wir befinden uns jetzt hier, ändert sich wieder das Muster im Zopf. Hier werden die mittleren 3 Maschen wieder links gestrickt. Also nach der Randmasche 3 links und dann abwechselnd 3 rechts, 3 links, 3 rechts. Und 3 links. Das ist die siebte Reihe. Und in der achten Reihe wieder alle Maschen stricken, wie sie erscheinen. Randmasche und abwechselnd 3 rechts, 3 links bis zum Ende der Reihe. Nun beginne ich mit der neunten Reihe. Diesen Zopfstreifen würde man, also hier, würde man dann einsteigen mit der neunten Reihe. Hier mit der ersten und hier mit der neunten. Randmasche, 3 links und die neunte strickt man wie die siebte, also abwechselnd 3 links, 3 rechts. Die Maschen, wie sie schon auf der Nadel erscheinen. Und die Rückreihe auch wieder genauso. Also auch hier die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Was heißt abwechselnd 3 rechts, 3 links im Wechsel. Das war die 10. Reihe. Die 11. Reihe wechselt sich wieder das Muster. Nun werden wieder über alle 9 Maschen rechte Maschen gestrickt. Also man beginnt mit 3 links und dann einfach über den Zopfstreifen jeweils 9 rechte Maschen stricken und enden mit 3 links und der Randmasche. Und in der folgenden Rückreihe, also in der 12. Reihe, die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Über die 9 Zopfmaschen auch alle Maschen links stricken. Und die 13. Reihe arbeitet man genauso wie die 11., also wie die vorige Hinreihe.
Man strickt nach der Randmasche 3 rechts und dann 3 links und dann 9 Maschen rechts und endet mit 3 links und einer Randmasche. Und die 14. Reihe wieder wie gewohnt, die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Und jetzt ändert sich wieder das Muster. Jetzt beginnen wieder diese linken Maschen in der Mitte, also in der 15. Reihe. 3 links, 3 rechts im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Und in der 16. dann die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Dann wiederholt sich das Muster ab der ersten Reihe, also das Video ab Beginn wiederholen. Ich würde euch nur noch einmal gerne diese Verzopfung zeigen, weil das eben beim Beginn nicht so gut zu sehen war. Man beginnt also nochmals mit der ersten Reihe. Auch die erste Reihe wurde abwechselnd mit 3 links, 3 rechts gestrickt. Und dann folgt die zweite Reihe. Von Anfang an wurden die Maschen in den Rückreihen stets gestrickt, wie sie erscheinen. Und nun folgt dann die dritte Reihe und in dieser dritten Reihe findet eben wieder die Verzupfung statt, die ich euch jetzt nochmal zeigen möchte. Man benötigt 2 Zupfnadeln, legt die ersten 3 Maschen hinter die Arbeit, die folgenden 3 Maschen vor die Arbeit. Die nächsten 3 Maschen strickt man rechts ab. Dann strickt man die Maschen der zweiten Hilfsnadel rechts ab. Und im Anschluss die Maschen der ersten. Ebenfalls rechts abstricken. Hier ist mir eine Reihe verloren gegangen, die Masche. Nochmal stricken. Und man endet mit 3 Maschen links und der Randmasche. So ziehen sich dann also die linken Maschen über den Zopf hoch. Und so strickt sich das Zopfmuster Crevillea. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle nämlich immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.